Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, wir haben es ja geschafft, das Muttertags-Event ist vorbei. Naja gut, war ja nur eine Woche, das war ja durchaus hinzukriegen und ich ja, habe nochmal, knapp 2200 Krönchen gesammelt. Meine beiden Teiche kommen auch noch, ich lasse die Kronen jetzt mal ein bisschen verfallen, denn ich habe mir überlegt, was ich gern noch hätte. Ich muss dir das Bild mal ein bisschen anders machen. Und ja, wir gucken mal rein. Ich hatte erst überlegt, holen wir uns den Mülleimer noch? Nee, muss jetzt nicht so sein. Ich möchte ganz gern diese Bienenwippe haben, weil ich finde, die passt hier zum Bienenthema hervorragend. Das heißt, hier werden wir heute mal ein bisschen umbauen noch, ne? Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Ja, ich möchte gern eine Bienenwippe haben. Und dann werde ich mir noch diesen Schaukelkäfer holen. Finde ich nämlich super cute. Ja, und dann möchte ich ganz gern hier so ein bisschen, umbauen. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich glaube, erstmal nehmen wir einfach Sachen weg. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier bebastelt kriegen. Ne? Ich finde nämlich, hier können die Kinder sich so ein bisschen informieren. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Ne, und hier ein bisschen Pause machen und sich so ein bisschen die Gärtnerei und das Bienenthema an sich anschauen. Und ich finde, danach könnte man die doch tatsächlich einfach auch mal ein bisschen spielen lassen. Ne? Kinder sind halt Kinder, die brauchen auch mal eine Pause. Die können nicht immer nur lernen. Ne? So, die Bienenwippe, ja guck mal, die ist gar nicht so groß, das ist doch hervorragend. So schön ans Wasser. Ich hoffe, die Kinder fallen da nicht hinein. Naja, gucken wir mal. Wenn wir die vielleicht ein bisschen weiter hier runterziehen, wäre es schöner. Dann müssten wir das Blümchen hier allerdings noch mal so ein bisschen versetzen. Ich packe es jetzt erstmal hier hin. Und dann schnappen wir uns noch mal die Wippe. Drehen die ein bisschen rum und dann packen wir die schlicht und ergreifend erstmal hier hin. Und dann holen wir uns noch den Schaukelkäfer. Das ist ja wohl mal mega süß, oder? Ja, den packen wir auch in unsere Richtung, sodass wir auch ein bisschen was davon haben. Gut, dann würde ich aber sagen, den können wir tatsächlich noch ein bisschen hoch. Und dann kann die Wippe nämlich auch noch ein bisschen hoch, dass wir die auch ein bisschen schöner sehen noch, ne? Jetzt überlege ich natürlich, ob das Sinn macht, da jetzt einen Sandweg hinzumalen. Kriegt man das hier so ein bisschen hin? Naja gut, wird vielleicht ein bisschen viel des Guten, ne? Mal gucken. Aber, nun ja. Es hebt sich dann natürlich ein bisschen schöner ab, ne? Und Spielplatz mit Sand ist eigentlich immer schön. Aber so mal mit Grün finde ich es eigentlich auch ganz cool, ne? Ja, ich glaube, wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Und dann gucken wir, ob wir die Sachen hier wieder hingebastelt kriegen. Den Baum jetzt höchstwahrscheinlich nicht. Nee, das wird nichts werden. Aber vielleicht diese schöne hohe Rote hier noch mit hin. Eine kleine Hecke vielleicht, damit hier das Wasser so ein kleines bisschen abgegrenzt ist. Ne? Dass die hier nicht so gleich ganz reinfallen. Oh, ich denke, das ist okay. Ja. Und dann werden wir hier einfach noch ein paar Blümchen dazwischen basteln. Da finden wir ja hoffentlich genügend. Kriegen wir das hier noch mit hin? Oh, dann sind die Blüten da hinten so versteckt. Das machen wir nicht. Und ja, was haben wir denn noch so am Start an Blümchen? Ach, guck mal hier. Das packen wir da einfach mit hin. Ich denke hier vorne, das wird mir zu viel. Dann sieht man das wieder nicht so gut, was da hinten steht. Ne? Ich denke, das ist okay. Das werden wir jetzt einfach schlicht und ergreifend so lassen. Ne? Dann kommen die hier durch den schmalen Weg hier hinter, können hier ein bisschen wippen, sich ein bisschen austoben. Die Eltern können sich hier vorne ausruhen. Und dann ist das Thema doch schon gegessen, oder? Sehr schön. Gut, das heißt, ich kriege noch 200 Kronen dazu.
Das heißt, die werden dann verfallen. Aber ja, vielleicht kriegen wir die ja nächstes Jahr wieder gut geschrieben. Ist ja möglich, ne? Gucken wir einfach mal. Ich finde, das passt hier hervorragend hin. Kann man durchaus so machen. Einen kleinen Spielplatz für die Knirpsis. Ja, gut, dann sind wir ja unten schon bei einer Ecke angekommen. Da möchte ich ganz gern, naja gut, aber wir müssen jetzt tatsächlich erstmal nochmal zurück. Moment, wir gehen hier hin, denn es hat endlich geklappt. Wir gucken ins Sammelalbum und der blonde Kodiakbär, ja, ist jetzt endlich einsammelbar. Ich habe ihn erreicht, ja. Oh je, oh je. Das heißt, bei den Ein-Sterne-Dingern fehlt mir nur noch das pinke Hippo. Und da muss ich mit den Fennecs, ja, da habe ich das Fennec-Problem. Ja, nochmal ein bisschen gucken, dass ich da noch hinterherkomme, ne? Gucken wir mal, kriegen wir auch alles noch hin. So, dann gucken wir mal ins Kodiak-Gehege rein. Schmeißen ein Level 3 Weibchen raus. Davon haben wir 2. Und dann packen wir einfach den blonden Kodiakbären dazu. Sehr schön. Oh, da freue ich mich. Endlich mal wieder etwas, ja, im Sammelalbum vorwärts gekommen. Klasse. Sieht auch wirklich niedlich aus, ne? Ja. Ist halt alles so grundsätzlich ein bisschen klein hier, ne? Aber gut, so ist das eben. Coole Sache. Gefällt mir. Ich freue mich darüber. Bin wieder ein Schrittchen weiter. Oh, hier habe ich was vergessen vorhin beim Ordnung machen. Und dann gucken wir hier nochmal rein in die Besucherinformationen ins Sammelalbum. Nämlich bin ich ja eigentlich, nein, ich bin hier beim weißen Kakadu dabei. Und da ist es jetzt für mich immer einfacher, euch das hier zu zeigen, wie weit ich da bin, ne? Also den Seeadler haben wir, den Strauß haben wir, einen Riesentukan und die östliche Graseule. Strauß und Graseule sind tatsächlich erst heute Morgen dazugekommen. War ganz cool. Bei den Tukanen habe ich den Stall jetzt rausgenommen und bei den Aras mit reingepackt. Und jetzt muss ich, jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, jetzt werde ich hier bei den Kakadus noch einen Stall reinsetzen. Dann kann ich da nämlich auch anfangen. Nee, kann ich nicht, weil der Stall ist ja bei den Blauschopfkronentrauben drin. Ja, Sekretäre züchte ich auch alles schon nebenbei. Das heißt, die Kakadus werden erst nach den Kronentauben gezüchtet werden, weil ich den Stall ja hier drin habe. Ne? Kann ich euch auch zeigen, wie weit ich da bin. Da bin ich jetzt bei den 3ern angekommen. Naja, so ein bisschen noch. Ne? Also es wird. Ganz langsam, aber sicher kämpfe ich mich hier durch. Und ja, freue mich, dass ich hier im Sammelalbum mal vorwärts gekommen bin. Und ich freue mich auch, dass das hier doch so gut sich einfügt in das Bienenthema vom Muttertagsevent. Sehr coole Sache. Also die Sachen, also die Insektensachen fügen sich hier in das Bienenthema sehr schön mit ein. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, komme ich schon zum Ende. Ich habe alles erledigt, was ich heute erledigen wollte. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.